Hallo und herzlich willkommen zum neuen Fotokoch-Livestream. Vorab eine kurze Entschuldigung. Eigentlich sollte das hier Samstag stattfinden, aber leider ist es so, bei Outdoor-Sachen kann es manchmal sein, dass das Wetter nicht ganz so mitspielt. Und leider hatten wir Samstag sehr starken Regen und wir wollten nicht im Matsch fotografieren und manche unserer Technik verträgt Wasser nicht ganz so gut wie anderes. Deswegen haben wir das Ganze verschoben. Wir begrüßen euch dennoch sehr herzlich heute zu unserem kleinen Hunde-Fotografie-Workshop. Vorab gerne Fragen immer in den Chat stellen. Wir können es auch hier mobil beantworten. Falls euch irgendwas unterwegs auffallen solltet, einfach kurz einen Kommentar schreiben. Die Regie gibt mir das Ganze dann aus Ort. Da ich allerdings nicht so wirklich gut bin für Hundefotografie, dachten wir uns, wir holen uns jemanden, der von ein bisschen Ahnung hat. Und deswegen habe ich den Jan dabei. Jan, stell dich gerne einmal vor. Ja, hallo. Ja, ich bin Jan, Hundefotograf oder Tierfotograf hier aus Düsseldorf. Und mache das Ganze jetzt schon seit 4 Jahren nebenberuflich, neben meinem Hauptberuf im Büro. Und ihr findet mich zum Beispiel auf Instagram unter dem Namen Fotografie oder auf Facebook findet ihr mich auch ebenfalls. Ja, ich möchte euch da zeigen, wenn ihr mit eurem Hund unterwegs seid, eine Kamera dabei habt, weil ihr draußen eine Kamera liegen habt und einfach mal schöne Bilder von euren Hunden machen möchtet, für sich selbst oder für Instagram heutzutage, dass 1, 2, 3, 4 Tricks, wie könnt ihr euren Hund richtig in Szene setzen und ja, macht aus vielleicht kleinen Dingen große Bilder. Perfekt. Und wir sind natürlich jetzt nicht alleine, dafür braucht man auch so ein bisschen mehr, naja, Pfoten für das Ganze. Richtig. Deswegen haben wir natürlich auch ein Model mit dabei. Jawohl. Und das ganze Model kommt natürlich auch noch mit dem Herrchen, besser gesagt Frauchen in dem Moment. Hallöchen. Genau, das ist die Juna mit der Charlie. Eine Fotografenfreundin, Charlie Grafie, ebenfalls bei Facebook, bei Instagram zu finden. Gerne mal vorbeischauen und ein Like da lassen. So geht das nämlich. Ich würde sagen, wir fangen das Ganze relativ locker an. Einfach mal kurz ein kleines Shooting anstreben. Für uns ist auch so ein bisschen wichtig, dass du den Leuten zeigen kannst, wie geht man an so eine Situation dran, ne, damit man hier auch schöne Aufnahmen machen kann. Ich werde dich jetzt nicht grob aushalten. Ich werde kurz nochmal deine Funk kontrollieren, weil die Regie sagt, wir hatten einen kleinen kurzen Tonaussetzer. Ja. Ne, aber ansonsten können wir danach dann direkt loslegen. Okay. Kannst du schon mal gerne. Ja, alles live. Gucken wir einmal kurz. Gut, einmal kurz schauen. Vielleicht mal eben die Anzahl an Hunden ab, damit das für Juna gleich ein bisschen entspannter ist. Das steckt auch. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn sonst was ist, liebe Regie, gib's mir aufs Ohr. Genau. Dann können wir da gerne nochmal nachhelfen. Ja, dann fangen wir mal mit was relativ Einfachen an. Charlie, es wäre mal lieb, wenn du Juna gerne hier im Bereich der Wiese platzieren würdest. Ja. Ich habe jetzt ein Objektiv von Sony drauf. Ich persönlich fotografiere mit einer Sony 4. Hat sich da verstellt. Ja, kein Problem. Dann, super. Und habe jetzt hier ein relativ weitwinkliges Objektiv drauf, beziehungsweise ein Teleobjektiv, 24 mm bis 70 mm. Und schaue mal, was für Bilder ich hier mit Juna machen kann. Das Wichtigste bei der Fotografie ist eigentlich, ah ja, stimmt, ich bin gemutet, ja, sorry. Wir haben kurz noch ein paar Audioprobleme. Wir müssen das noch kurz einmal nachtesten. Ich überlasse jetzt einfach mal den Markus alleine das Bild. Ja, die hier unten. Mhm.
nicht. Ist egal, kannst du irgendwo nochmal, stört mich nirgendwo. So. Okay. Ja, einmal kurz ein bisschen erzählen, damit die Regie was testen kann. Ja, ich hoffe, es ist gut zu hören. Ja. Das meine ich, stehe am besten einmal kurz dafür nochmal auf. Ja. Ich fixe jetzt nämlich einmal meine. Ja. So, wird kalt am Rücken. Zack. Alles gut. Jawohl. Ja, das wäre mal lieb. Ja. Dann kurz ein paar Sätze für den Lennart, damit er das testen kann. So, wir setzen Juna jetzt nochmal neu hin. Warten mal wieder ab, bis hier der Hund bei ist. Ton scheint funktionieren. Ich gucke mal in meine Fußschleppe einmal. Jawohl. So, ich weiß jetzt nicht, was ich mitbekommen habe. Ich sag mal was zum Setup, was ich dabei habe. Das ist. Ist der Ton wieder weg? Ja. Ich mach das doch oben fest. Ja. Wahrscheinlich durchs Hinsetzen. Ja, entweder das oder. Ja. Mein Körper im Weg ist. Ja, genau. Ja, hörst du jetzt besser? Ja, hörst du mich? Ist das jetzt so, wie ich sitze, beziehungsweise wenn ich mich ein bisschen bewege? Vollkommen in Ordnung. Ja. Stefan? Eine Frage noch? Ja, ne? Der Ninja, läuft er oder läuft er? Jetzt läuft er. Okay. Bevor ich hier was verstelle oder kaputt mache. Ja, zum Setup jetzt noch einmal ganz kurz. Ich fotografiere mit einer Sony Alpha 7 IV, dem 24-70 Teleobjektiv von Sony. Mit einer Blende von 2,8. Was für mich heute ein bisschen ungewöhnlich ist, ich habe jetzt auf der Kamera oben einen Ninja-Monitor, damit die Übertragung zur Regie richtig funktioniert und ich dann hier drüber jetzt fotografiere. Das ist für mich tatsächlich ein wenig ungewöhnlich. So, ja, gerne noch einen halben Meter zurück, die Juna. Ja, gerade schon mal angedeutet, bei der Hundefotografie gerne sich auf die Ebene des Hundes bewegen, heißt sich gerne mal ins Gras setzen. Später gehen wir auch vielleicht runter zum Wasser, also auch in Sand, um dort einfach schöne Bilder hinzubekommen. Hier haben wir jetzt im Hintergrund ein paar Bäume, die ein gewisses Bokeh machen. Jetzt hier aufgrund des Weitwinkelobjektives noch nicht ganz so, wie wir es gleich vielleicht anders darstellen. Wenn wir mal ein anderes Objektiv zum Vergleich nutzen, wenn ich jetzt mal hier ein Bild mache, sehen wir auch, wie gut der Augenfokus hier funktioniert oder auch beim Zoom hier Juna schön platziert ist. Womit ich halt in der Regel fotografiere, ist auch ein Gitter, damit ich dort immer sehen kann, ob der Hund mittig platziert ist oder je nach Blickrichtung
ich auch die Möglichkeit habe, dort wie jetzt zum Beispiel etwas Raum zu lassen, damit das Bild im Endeffekt harmonischer aussieht. So. Klasse, Juna. So, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch schon gewisse Fragen dazu, warum jetzt ein Teleobjektiv, warum vielleicht keine Festbrennweite. Das ist tatsächlich immer vom Fotograf zu Fotograf unterschiedlich. Jeder arbeitet damit ein bisschen unterschiedlich und gerne. Wie gesagt, das ist jetzt das Teleobjektiv, für was gerne zu nutzen ist, auch im Bereich der Stadtfotografie, wenn man dort Hunde fotografiert, wenn man sie zum Beispiel vor einer Tür oder vor einer schönen Mauer platziert, dass ich da viel drauf bekomme und einfach auch, ja, in dem Sinne ein stimmiges Bild erreiche. Ich würde jetzt gleich einmal das Objektiv wechseln von dem Teleobjektiv auf eine 135mm Objektiv, um euch einfach mal auch zu zeigen, wie sich da nochmal auch aufgrund der Blende das Bokeh nochmal ändert. So, dann wechseln wir einmal das Objektiv. Ich gucke mal, ob das jetzt klappt mit dem Ton. Ich kann dir, während du da jetzt das Objektiv wechselst, meine erste Frage schon mal reinwerfen. Ja. Machst du es prinzipiell auch in einem Studio oder rein Outdoor? Ich mache rein Outdoor, weil meine Frau und ich leben in der dritten Etage. Ja. Und da haben wir halt nicht die Möglichkeit eines Studios, also zum Beispiel eines zusätzlichen Raumes oder so. Also daher tatsächlich nur rein Outdoor. Ich hatte das letztes Jahr schon mal, dass ich mit einer Fotografin mir zu Weihnachten ein Mietstudio angemietet habe für eine Weihnachtsaktion. Mhm. Und dass wir uns da quasi auch die Kosten geteilt haben. Also wenn, dann tatsächlich nur für bestimmte Aktionen, die ich dann auch aufschreibe auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel. Okay, dann auch mit Blitz oder dann auch natürliches Licht? Da hatten wir tatsächlich mit einer Blitzanlage. Mhm. War anfangs sehr gewöhnungsbedürftig, okay, weil ich dann natürlich auch da ganz andere Belichtungszeiten habe, ne, wo ich dann halt Bewegung auch einfrieren kann durch das Blitzen. Mhm. Das war tatsächlich eine ungewöhnlich, um nochmal das so zu sagen. Ja, also da nutzen wir dann schon das, was wir an Gegebenheiten dann da haben. Okay, danke. So, ich habe jetzt eine 135mm Objektiv drauf, ebenfalls von Sony. Und hier sieht man dann halt auch schon direkt, dass wenn ich jetzt Juna fokussiere, muss man ein bisschen gucken, ist das Gras natürlich, die Sonne ist noch ein bisschen hoch. Auch da das Bokeh im Hintergrund, wenn ich es jetzt hier noch ein bisschen drehe, das Gras ist ein bisschen hoch, aber einfach sieht, dass das Bokeh wesentlich weicher wird. Auch jetzt bei 2,8 gehe ich halt jetzt runter auf eine 1,8er Blende, passe noch ein bisschen das Ganze an durch die Verschlusszeit. Auch da kann ich dann nämlich auch noch mal mit dem Licht spielen, wenn mir etwas zu hell ist, dass ich einfach eine etwas schnellere Verschlusszeit wähle, um dort das Bild, wenn es für mich persönlich überbelichtet empfinde, ein wenig anpassen kann. Ja, Juna, wo sind die Öhrchen? Ja, fein. Ja, fein. Da muss man auch mal kurz sagen, vom, ja, Setup her, man sieht es gerade auf dem Winkel auch von hier, da ist überall noch Gras zwischen. Ja. Und trotzdem haben wir kein Problem, auch wirklich mit dem Augenautofokus zu arbeiten. Und das ist auch wirklich das Schöne bei den aktuellen Sony-Kameras. Das muss man einfach mit dazu erwähnen. Es funktioniert halt trotzdem sehr, sehr gut. Ja, auch wenn es kein direkter Blick, sage ich jetzt mal, auf das Motiv ist. Genau, also das ist wirklich super einzustellen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe ja auch über die Möglichkeit der individuellen Bedienknöpfe. Da muss ich mal eben gucken, dass ich die Sonnenblende abkriege. Kleiner Blick. Ja, habe ich ja auch. Genau, da kriegt Juna erstmal eine Belohnung für ihre tolle Arbeit.
Das habe ich jetzt tatsächlich hier bei dem Objektiv leider nicht. Also ich habe sogar, ja doch, oder? Nee. Die Möglichkeit auch dazu zu sagen, welches Auge möchte ich denn eigentlich fokussieren. Also ich kann individuell auf das Objektiv, wenn es dort die Möglichkeit der Einstellung gibt, sagen, ich möchte jetzt das linke oder das rechte Auge fokussieren, so dass ich dann auch da die Möglichkeit habe, mal zu wechseln, je nachdem, wie sich der Kopf dreht. Genau, ach, guck mal, das ist doch schön. Also ich persönlich mag das gerne, wenn die Hunde zur Seite gucken. Das hat immer so leicht ein bisschen was Heroisches oder Stolzes. Ja, sehr gerne. Wenn du einmal rechts rüber gehst, dann gehe ich hier noch mal ein bisschen runter, um das Bouquet ein bisschen auf mehr einzufangen. Ich kann das dann natürlich noch in der Nachbearbeitung die weißen Flächen links und rechts ein bisschen zusammenschneiden, dass ich auf Hochkant gehen kann. Das könnte ich jetzt auch mit der Kamera direkt schon machen, aber da die Jungs vom Fotokoch das später noch zusammenschneiden, habe ich, glaube ich, in Erinnerung, dass Hochkant nicht so gut ist. Genau. Daher, ich weiß nicht, kann ich es denn kurz drehen? Klar, also du kannst auch Hochkantfotos machen, ne? Das ist also kein Problem, aber... Dann habe ich halt hier weniger links und rechts die ausgebrannten Flächen und habe dann halt auch ein schönes Bild. Generell vom Bildaufbau gab es auch eine Frage, du lässt oben relativ viel Luft, ist es gewollt oder weil du unten relativ, ich nenne es mal, knapp beschmessen bist, ist es normal so oder machst du es auch öfters mal anders? Ich mache es auch anders natürlich, in dem Moment versuche ich jetzt hier so ein bisschen zu spielen, ich mag so ein bisschen auch durch das Gras die leichte Unschärfe, die jetzt hier auftaucht, um zu gucken, kriege ich dieses Bouquet im Hintergrund drauf oder ich könnte natürlich, wenn ich weiter runter gehe, dann verliere ich so ein bisschen das Bouquet, was ich eigentlich sehr gerne mag. Habe dann in dem Fall hier durch die Wiese so eine, ja fast so Mitte, so eine Unschärfe. Das finde ich dann in dem Moment ein bisschen schade. Liegt jetzt aber in dem Moment hier an der Location und dem hohen Gras. Ne? Ist die, habe ich natürlich, wir wechseln ja gleich auch nochmal die Szenerie. Gras, was niedriger ist, weil es vielleicht frisch gemäht ist, dann... ist es so, dass ich natürlich schon gucke, dass der Hund immer stimmig drin ist, so wie jetzt, wenn sie liegt. Wie gesagt, und dafür habe ich die Gitterlinien, die ich jetzt, glaube ich, gerade mal irgendwann wieder hier ausgestellt habe, leider, den externen Monitor, entschuldige Stefan. Dann könnte man das sehen, dass ich mich daran immer orientiere. So, wir können jetzt gleich mal gerne die Location wechseln und gehen hier vorne auf den Weg, um da einfach mal auch zu zeigen, was da noch möglich ist. So. Hoppala. Kommt ihr einmal mit? Jetzt haben wir halt hier so einen Fußweg, der natürlich das, durch das Laufen wesentlich weniger an Fläche hat. Kannst du sie gerne weiter positionieren? Gerne. So, wenn ihr zum Beispiel Gassi seid, könnt ihr sie gerne zum, wenn euer Hund halt, wenn ihr das trainiert habt zum Beispiel, gerne in einen Sitz sitzen. Ja. Und könnt dann euch ein Stück entfernen. Ich weiß, das ist immer relativ schwierig. Also am besten ist es schon immer, wenn man zu zweit unterwegs ist. Das erleichtert eigentlich schon mal ein bisschen die Fotografie. Aber man ist ja auch mal alleine unterwegs. Und daher lohnt es sich das dann. So, hier haben wir ein bisschen, ja, das Gras ist hier insgesamt flacher. Juno ist jetzt ein ganzes Stück entfernt. Du kannst gerne doch noch ein Stückchen näher rankommen, Charlie. Bestimmt 3 Meter oder so. Ja, noch ein Stück. Auch das ist natürlich jederzeit, dass einfach ein Hund mal schniefeln möchte, gar nicht Lust hat. Ja.
So. Juna. So, und wenn ich halt jetzt hier runtergehe, habe ich diese Unschärfe des Grases einfach nicht. Wie jetzt gerade durch die Höhe da drüben. Kann jetzt auch hier in Ruhe die Fotos machen. Es sind gerade ein paar Raben hier, die Juna ablenken. Wir können jetzt Juna jetzt gleich auch einmal auf uns zulaufen kommen. Wir haben gerade noch ein kleines Problem mit dem. Ja. Mit dem Videosignal von deiner Kamera. Das ist gerade ein bisschen unterbrochen. Ja. Ich schau mal eben kurz an die Regie. Es steckt alles. Das kann dann sein, dass wir... Kannst du dich ein kleines bisschen schräg, auch wenn es nicht perfekt für die Symmetrie ist, dass wir etwas Luft quasi zur Funke... So wie ah, sehr gut. Der Regie klatscht. Dann doch tatsächlich noch mal hier vorne hin, wo das Gras nicht ganz so hoch ist, bitte einmal. Sonst passt es wohl nicht mit dem Videosignal. Nee, hier vorne. Quasi dem Finger folgen. Ja, noch ein Stück. Nee, da ist das Gestrüpp, stopp. Und jetzt gerne noch ein Stück vor, weil dann wird das Gras wieder ein bisschen flacher. Genau, und dann sind wir auch wieder im Schatten. Genau. Ja, dann haben wir hier die Juna. Schön im Bild. Juna! Und vielleicht etwas noch dazu, wie ich meine zum Beispiel die ISO einstelle. Ich fotografiere generell im manuellen Modus und habe halt hier immer die ISO-Automatik eingestellt. 100 als niedrigster Wert. Jetzt haben wir hier relativ schönes Wetter, minimal bewölkt. Und da gehe ich bis maximal ja, ISO 500. Ich kann vielleicht sogar noch ein bisschen runtergehen. Auf 320, 250, das ist auch noch voll und ganz ausreichend. Ihr seht ja, dass hier die ISO bei 100 liegt. Sollte jetzt sich einmal minimal, was weiß ich, eine Wolke vor die Sonne ziehen, ist dunkler dadurch werden, habe ich halt dann, ich sag mal, so einen gewissen Puffer durch die ISO, die dann nämlich das Bild ganz zu dunkel kommen lassen wird. Und ansonsten kann ich ja auch hier noch ein bisschen mit der Blende spielen, weil mit einer 1,8er Blende habe ich zwar jetzt wie hier das Auge scharf, aber Juna als Australian Shepherd hat ja auch noch eine etwas längere Schnute und dann habe ich vielleicht mit einer 1,8er Blende die Nase unscharf und wenn ich das halt nicht möchte, muss ich halt ein bisschen abblenden auf 2,8, 3,2, um dort die Nase mit scharf zu haben. Da springt die ISO aber auch noch nicht höher. Juna ist gerade ein bisschen fasziniert vom Hund, der da kommt. Auch das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Gassi geht oder auch so mal selber Bilder gemacht habt, dass der ein oder andere Reiz von außerhalb da ablenkt euren Hund. So. Wenn du möchtest, Charlie, komm gerne einmal hinter mich. Ja. So. Ich würde jetzt einmal schon mal gleich die Juna auf mich zurennen lassen. Da, weil ich da ein bisschen abblende, gehe ich mit der ISO ein bisschen minimal höher. Ich war ja gerade bei 500, ich würde jetzt auf 640 gehen. Ich habe jetzt eine, ich muss mal kurz gucken, eine Blende von 2,8. Sind wir natürlich mit 135 mm relativ nah für Action. Aber ruf sie mal gerne. Ja, ruf sie mal. Ne? Ja, sehr gerne. Und wenn ich da sehe, auch wenn da manchmal ein bisschen Gesichtskirmes bei ist. Ja, gerne. Sind die Bilder doch... Das reicht, genau. Sehr scharf und gut getroffen. So, es fährt im Hintergrund ein Schiff entlang. Gucken wir mal, das Schiff können wir ein bisschen zum waagerechten Austangieren benutzen. So, Auge ist wieder fokussiert. Und wir rufen die Juna einmal. So, läuft ein bisschen aus dem Bild raus. Natürlich für die Kamera ist es in dem Moment einfacher, wenn sie ins Bild läuft. Aber ich weiß nicht, ob das später gezeigt werden kann.
Es ist soweit alles scharf. Vor allem wollen wir, wenn wir den Augenfokus anhaben, ja auch, dass die Augen scharf sind. Und das sind sie, wenn man hier schaut. So. Wir versuchen es nochmal, dass Juno etwas frontaler auf mich zuläuft. Auch da gerne einfach mal öfters probieren. Es gibt immer Phasen, wo der Hund auch mal vielleicht keine Lust hat oder einfach auch schon die ganze Zeit performt hat. So, dass wir jetzt hier nach gleich auch erstmal eine Pause machen. Und ja, gerne, ruf sie einmal. So, ja, also wir, das war jetzt eine schöne Serie. Auch hier sehen wir, dass eigentlich soweit alles scharf ist. Genau, mal gucken, was nächste, wo auch hier sehen wir Junas Schnute, Augen, alles schön scharf getroffen. Jetzt würden wir Juna eine kleine Pause mal geben, weil sie hat ja jetzt schon eine ganze Weile hier gearbeitet, sodass sie da auch mal kurz den Kopf frei kriegt, ein Leckerli kriegt. Dann machen wir jetzt gleich woanders weiter. Supi, ich höre auch gerade, wir haben auch schon ein paar Fragen bekommen, die können wir dann gerne mal mit durchgehen. Ja. Regie, leg los. Okay, also wenn du Menschen und Tiere gleichzeitig fotografierst, red mal am besten, worauf konzentrierst du dich mehr und auch vor allem, wie machst du das dann mit dem Fokus? Also in der Regel gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder ich sage, ich arbeite auch da mit dem Tieraugenfokus, sage zum Beispiel, der Hund ist platziert am Menschen, im Arm, wird umarmt, kriegt ein Küsschen, wie auch immer, dass ich sage, ich fokussiere das Auge, mache das sehr offenblendig, je nach Objektiv vielleicht sogar mit einer 1,4er, 1,8er Blende, dass der Hund im Fokus ist, dass das Frauchen einfach oder Herrchen in dem Moment nicht ganz so scharf ist und das kommt auch manchmal darauf an, was in dem Moment der Mensch möchte, also das Herrchen oder Frauchen. Ansonsten, was man natürlich auch gut machen kann, ist abblenden. Ich gucke, dass ich dann vielleicht auf eine Blende wähle, wo ich beide Gesichter scharf habe und nutze das dann in dem Moment. Oder ich gehe dahin, wenn ich die Zeit und die Ruhe habe. Das kommt auch darauf an, wie der Hund das möchte. Es gibt manchmal Hunde, die mögen menschliche Nähe nicht so. Die kuscheln zwar mit ihren Besitzern, aber so draußen, dann in den Arm genommen und so weiter, dass es da doch nicht ganz so beliebt ist, dann geknullt zu werden. Aber wenn ich die Ruhe habe, dass ich in dem Moment auch sage, ich fokussiere das Hundeauge und kann dann, je nachdem, ich kann ja an der Kamera die einzelnen Motive auch wechseln, auf Augenfokus Mensch, Vogel hat ja die 7,4 so wie Tier, in dem Sinne Hund, dass ich auf Mensch eben wechsle und dann das Menschenauge fokussiere, dass ich dann in der Nachbearbeitung hingehe und die beiden Bilder übereinander lege und dann einmal den Mensch scharf habe und einmal den Hund und dann, wenn ich beide Bilder kombiniere, dann zum Beispiel in Photoshop, dass ich dann zwei scharfe Gegenstände, also Hund, Mensch in dem Sinne habe. Okay, aber ist dann auch Fokusfeld quasi, sag mal, breit wahrscheinlich und dann Augenautofokus? Oder wie genau, ich habe immer das breite Fokusfeld eingestellt. Ich habe fast zu 90% den kontinuierlichen Fokus drin und dann wechsle ich halt großenteils Augenfokus, Mensch, Hund und arbeite damit quasi drüber. Okay, danke. Next one. Vom Licht her, hauptsächlich gegen dem Licht oder bist du auch einer, der oft auch mit dem Licht fotografiert? Mit dem Licht ist immer so schwierig. Das kann natürlich dann sein, je nach Hund, dass natürlich, wenn ich viel Weiß drin habe, dass das Ganze dann überstrahlt. Also es ist manchmal, ist es auch ein bisschen, auch bei jedem Shooting, so ein bisschen ausprobieren. Ne? Vielleicht ist da trotz alledem ein Bild dabei, was einem gefällt. Ansonsten gegen die Sonne mache ich lieber. Mit der Sonne muss man halt immer gucken, was habe ich für eine Stimmung. Also mittags lieber eher nicht, da ist mir jetzt zu viel Licht. Ja.
Aber vielleicht am Abend, wenn dann die Sonne untergeht, je nachdem, was für ein Licht geworfen wird, wie insgesamt die Lichtverhältnisse sind, dass man da dann einfach es einfach mal ausprobiert. Und das ist ja schön an der Fotografie, ich kann ja alles ausprobieren. Stimmt. Im schlimmsten Fall kann ich die Bilder löschen. Ja. Oder es ist doch was Schönes dabei. Also daher einfach auch da, ja, Try and Error. Mhm. Das ist, glaube ich, das Beste, was man einfach machen kann. Man kann ja nichts falsch machen. Stimmt. Ne? Daher einfach ausprobieren, aber wenn halt am liebsten gegen die Sonne. Okay. Wenn man jetzt noch auf einer Kameraversion ist oder ein Modell, wo man jetzt keinen Tieraugenautofokus hat, wie würdest du da umgehen, um da den Fokus auch richtig zu setzen? Das ist jetzt natürlich die Frage, was für eine Kamera habe ich was für Fokusmodi habe ich. Das ist immer relativ schwer, finde ich, zu beantworten. Ich kann natürlich auch hingehen, je nach Kamera und manuell das Fokusfeld ja vorbestimmen und sagen, wenn der Hund sitzt oder einen Platz macht, den Fokuspunkt so liegen, dass er auf dem Auge liegt und da dann halt das vorgeben. Mhm. Oder ich gucke halt einfach, dass wenn ich im kontinuierlichen oder im Servo bin, dass ich vielleicht ein bisschen abblende. Mhm. Und dann, wenn dann der Hund im Sitz oder Platz oder im Steh ist, also nicht in der Bewegung, dass ich ein bisschen abblende, um da dann halt auch die Chance größer zu haben, das ganze Gesicht in dem Moment scharf zu haben. Okay. Ja, genau. War noch Frage nach Objektiv, sowas wie ein 70-200, aber da kommen wir auch gleich dazu. Da kommen wir noch drauf. Da haben wir noch zwei Varianten dabei. Ja. Die können wir nachher ausprobieren, auch mal zeigen, was ist der Unterschied bei Sony. Also wir haben ja heute nur Sony-Objektive dabei. Was ist der Unterschied zwischen dem alten 70-200er und jetzt gibt es ja seit einem halben Jahr, drei Monaten, gibt es ja ein neues. Und dann schauen wir mal, wie unterschiedlich da der Fokus ist. Ansonsten, wer keine Sony-Originalobjektive hat, Sigma auch, Supermarke. Sigma, Tamron hat da ein schönes 70-180, ja. was klasse ist. Und so ein Sigma 135, immer zu empfehlen, alles. Ja, ansonsten persönlicher Favorite aktuell noch 35-150 von Tamron, Blende 2 bis 2,8. Super geil, super schwer, aber macht geile Bilder. Also definitiv. Kann man auch dafür super benutzen. Definitiv. Also ich habe persönlich noch zu Hause auch Sigma und ein Tamron 150-500 für Wildlife-Fotografie. Ja. Aber das ist schon ein ganz schöner Knüppel. Also da brauchst du am besten schon so einen kleinen Bollerwagen, den du hast, wenn du damit losziehst. Ja, oder einen Assistenten, der alles tragen muss. Oder so, ja. Aber das macht, glaube ich, meine Frau nicht mit. Wenn du draußen unterwegs bist, natürlich das Licht ist manchmal ja schwierig. Ja. Wenn du eine Situation hast, eher was überbelichten oder eher was unterbelichten? Lieber unterbelichten, weil wenn ich sage, ich möchte es nachbearbeiten, das ist ja noch die Frage, möchte ich überhaupt die Bilder nachbearbeiten oder sage ich, nee, ich gehe raus, mache. Je nachdem, wie ich auch selbst meine Einstellung ist. Wenn ich aber sage, ich fotografiere vielleicht in RAW und möchte dann die Bilder bei Lightroom, Photoshop, was es sonst noch alles gibt, nachbearbeiten, dann lieber etwas dunkel, weil ich kann eher was Dunkles retten, als etwas, was überbelichtet ist. Weil eine weiße Fläche ist weiß, da kriege ich keine Information mehr raus. Aber ansonsten lieber dann etwas dunkler, damit ich da dann die Möglichkeit habe, das eher aufzuhellen als andersrum. Okay. Ja, haben wir noch was? Okay, dann machen wir erstmal eine kurze Pause. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, gerne reinhauen. Dann machen wir einen kleinen Block wieder und dann können wir die ganzen Fragen stellen. Dann können wir jetzt erstmal wieder ein bisschen ans Shooten gehen. Alles klar. Dann würde ich jetzt eben das Objektiv wechseln. Dann würde ich jetzt das 70-200 drauf machen, das alte. Und dann, weil es jetzt gerade recht ruhig ist, kann Juna nämlich, glaube ich, jetzt hier gerade besser laufen. Sand, Strand, eher ja oder eher nein vom Setup her? Also Strand-Setup wäre natürlich sehr schön. Wir haben, glaube ich, Angst, unsere Funkstrecken bis dahin nicht reichen werden. Ja. Wir können es probieren. Ja. Im Zweifelsfall sieht man vielleicht im Nachgang die Fotos, die entstanden sind, aber nicht mehr direkt das Shooting. Okay. Ne, also das wäre sonst auch eine Emotion. Genau, ne, also für die Leute, die zuschauen, tun es dann wieder leid, aber
Im Nachgang gibt es ein Video, wo auch alle Kamerawinkel aufgezeichnet sind. Das ist dann auch in 4K und dann kann man das auch nochmal dann angucken in voller Qualität. Genau, wo du das so schön machst, zeige ich natürlich einmal. So, das ist das alte. Mhm. Im Vergleich hier das neue. Es ist zwar gleich groß, vielleicht minimal kleiner, nee, gleich groß, aber wesentlich leichter. Also hier, das ist jetzt hier schon ordentliches Gewicht, was man trägt. Und das ist, glaube ich, fast um die Hälfte. Ja, so 500 Gramm waren es, glaube ich, gewesen, leichter. Also ein ganzes Stück leichter. Und soll auch vom Fokus allgemein sehr, sehr schnell sein. Im Vergleich schon zum sehr, sehr guten 70-200. Aber das können wir gleich mal vergleichen. Ja, also wir können es aus Erfahrung schon sagen, das ist leichter, schneller und auch schärfer. Wir hatten letztes Mal einen Livestream gehabt, wo wir auch beide von den Winkeln hatten. Das war der Livestream mit dem Robert Schlesinger. Da hatten wir ein Interview gehabt und hatten beide 70-200er als Winkel. Ja. Und man hat dann im Nachgang gemerkt, oh, das war das alte. Okay. Also es fällt so, wenn man es selber nutzt, nicht auf. Die Optik ist schon sehr, sehr scharf, aber danach ist so ein, ja, doch, gut, geht noch gut schärfer. Mein Monitor hat sich mal wieder verstellt. Ja, das dürfte False Color sein. Okay, so. Dann komme ich wahrscheinlich irgendwie immer mit dem Bauch dran, wenn ich die Kamera etwas tiefer halte. Ich muss dann wieder auf Record drücken. Ja, ich lock den sonst einmal für dich. Genau, ich mache einmal kurz die Aufnahme an. Dann, zack, jetzt dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Ja, perfekt, super. Alles klar. Dann versuchen wir uns jetzt mal ein paar Actionbilder. Du gehst gleich mit Juna wieder ein Stück, ich würde mal sagen, na, vielleicht ein Stück weiter als der Pöller ist, auf dem Weg. Ich setze mich auf den Weg, um da wieder auf Augenhöhe zu sein. Und dann lassen wir Juna mal flitzen, wenn sie flitzen möchte. Wir lassen uns überraschen. So, was man einfach sagen muss, ist einfach auch bei der Hundefotografie, man darf keine Angst davor haben, sich mal dreckig zu machen, weil tatsächlich ist es schon schöner, wenn man auf Augenhöhe des Hundes ist. Es sind einfach ein bisschen stimmigere Bilder, wir können das gleich mal auch vielleicht zeigen, vielleicht später, wenn ich halt von so oben, das sieht immer so ein bisschen gedrückt aus. Ah, okay, warte. Ja. Theoretisch auch den Ninja drehen, also den Monitor. Ja, aber dann muss ich ja die Kamera drehen, damit. Ach so, nee, so, den. So meinst du? Ah. So besser? Wir verstehen uns doch. Besser? Besser. Sehr gut. Kein Problem. Kriegen wir irgendwie hin. Schade, ich guck mal. Ja, ruf sie gerne. Ich versuche jetzt so mittig wie möglich das Bild zu halten. Und dann gucken wir. So. Und dann gucken wir mal, oder? Wie die Bilder so aussehen. So. Aber Gesichtskirmes, das auf jeden Fall. Aber wenn ich so gucke, das Gesicht ist scharf. Doch, dann gucken wir mal das nächste. Hier ein bisschen weiter vorher. Ja, manchmal erschrickt man sich über seinen eigenen Hund, ne? Was er da so anbietet. Ja, das kennen wir von ihm. Zack. Hier auch nochmal. Voilà, verdrückt. Na. Und auch hier. Nee, das sieht tatsächlich mal ein bisschen unscharf aus. Also man hat halt keine hundertprozentige Trefferquote, das kann man einfach sagen. Ein bisschen Ausschuss ist immer da. Ne? Wenn es so perfekt wäre, dann wäre es auch wiederum zu einfach. Wir versuchen das Ganze nochmal. Wir gucken jetzt nur nochmal, da kommt ein Herr mit seinem Hund. Wir wollen es für Juna so entspannt wie möglich machen. Nicht so viel Ablenkung. Warten mal kurz einen Augenblick.
kein Problem. Du kannst ja generell die Wartezeit nutzen, um vielleicht so ein bisschen auch zu erzählen, wie man auch generell mit dem Hund umgeht bei so einem Shooting. Das Wichtigste ist tatsächlich entspannt. Also entspannt heißt, dass ich schon als den Hunden nichts mit Druck mache. Wenn ich das überlege, wenn ich das mit meinem eigenen Hund mache, dann möchte ich gerne, dass das klappt. Dann ist man so ein bisschen perfektionistisch. Das merken aber die Hunde, jedenfalls meine merken das, ja, und haben dann keinen Bock mehr auf gar nichts. Und daher eine entspannte Stimmung, sich auch bewusst sein, dass mal was nicht funktionieren kann. Mhm. Und das ist auch nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm, wenn der Hund das mal nicht möchte. Ob ich das jetzt privat mache, Privatbilder mache oder auch mal ein Kundenshooting habe. Der Hund ist ein Lebewesen, hat seinen eigenen Kopf und da muss man auch mal akzeptieren, dass etwas nicht funktioniert. Da muss ich halt in dem Moment überlegen, was kann ich anderes machen, und versuche vielleicht das, was ich vorhatte, später nochmal. Also, ne, dass ich nach 10 Minuten, Viertelstunde, dass ich nochmal sage, komm, wir probieren nochmal. Und dann klappt es oder es klappt halt nicht. Und weil, wenn du eine entspannte Stimmung in das Ganze reinbringst, besonders wenn das Kundenshootings zum Beispiel sind, ist es nicht nur wichtig, den Hund zu entspannen. Mhm. Viel wichtiger ist es meistens, ich muss es leider so sagen, 90% der Fotoshootings sind mit Frauen. Ja. Und ihren Hunden, dass Frauchen meistens doch ein bisschen aufgeregt und angespannt ist. Und das merkt der Hund. Ne? Dass man da einfach sagt, man muss Frauchen auch irgendwie ein bisschen sagen, ist es nicht schlimm, wenn was nicht funktioniert? Dann gib ein Leckerli oder wie auch immer und wir lassen ihn mal flitzen oder ähnliches. Dass da einfach, ja, mein Gott. Und wenn man auch ein Bild muss auch nicht perfekt sein. Ne? Also klar, manches kann man noch durch die Nachbearbeitung, aber auch wenn der Hund mal nicht vielleicht perfekt steht, vielleicht, was fällt mir gerade ein, vielleicht das Ohr nicht so schön abgeknickt hat, wie man es gerne hätte, ja, kann es ja trotzdem ein schönes Bild sein. Ne? Also auch da mal sagen, unperfekt kann perfekt sein. Ja. Ne? Und daher ganz entspannt sein. Ne, Maus? Ja, und daher, nein, ganz, also das finde ich, ist glaube ich immer das Wichtigste, wenn man einfach mit Lust an die Sache geht und für sich selbst sagt, alles kann, nichts muss, und das dann auch dem Hund vermittelt und auch dem Besitzer. Okay, dann noch kurz eine Frage reingeworfen, weil es euch jetzt gerade zum Thema passt, bei diesen Rennaufnahmen. Ja. Wie sorgst du auch dafür, dass es wirklich komplett scharf ist? Bestimmte Einstellungen, die du beachtest oder... Also ich versuche natürlich schon, das Tollste ist natürlich am besten mit einer so offenblendig wie möglich, ja, damit ich einen schön verschwommenen Hintergrund habe, aber das funktioniert halt nicht immer. Ne, das heißt, ich gucke schon, dass ich mit einer 2,8er Blende fotografiere, dass ich gucke, dass ich da auch ruhig mal die ISO ein bisschen höher mache. Jetzt haben wir gerade hier, dass die Sonne so ein bisschen bewölkt wird, da werde ich wahrscheinlich jetzt gleich mit der ISO auf 1000 bis 1500 gehen, weil ISO ist erstmal ja nicht schlimm. Klar, es macht meistens das berüchtigte Rauschen, ja, aber lieber ein scharfes Foto, was heller ist als gar kein Foto, habe ich mal durch einen bekannten Fotografen, der auch schon mal bei euch war, die Tage irgendwo bei TikTok gesehen, der das sagte. Und daher Verschlusszeit, je nachdem wie schnell der Hund ist. Es gibt halt Hunde, die sind wahnsinnig schnell, da muss ich irgendwie mit einer 1600er Verschlusszeit, 2000er arbeiten, oder halt Hunde, die etwas träger sind, also Juna ist nicht jetzt auf Juna bezogen, aber irgendwo 1250 als Verschlusszeit. Und das so grundsätzlich. Wenn ich mit der Action-Fotografie in Anführungsstrichen beginne, also vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Fotografieren habe, dann lieber ruhig ein bisschen mehr abblenden, mit einer Blende 4 ruhig, ne? oder auch 5,6 im schlimmsten Fall, je nachdem wie hell es ist, damit ich für mich selbst die Erfolgserlebnisse habe und sage, ich habe ein scharfes Foto, und dann einfach mich rantaste und schaue, ich blende mal ab. Ne? Man kann ja, ne, es gibt einfach lauffreudige Hunde, da kann ich so einen Lauf 4, 5, 6 Mal machen. Es gibt auch noch ganz andere Funktionen, die machen das noch öfter. Mhm. Und da kann ich mich dann ausprobieren, immer weiter abzublenden und dann zu schauen, wo komme ich dann vielleicht zu meinem persönlichen Setup, was auch mit meiner Kamera funktioniert. Ne? Auch da muss man sagen, nicht jede Kamera hat einen schnellen Fokus, also ist manchmal etwas träger. Und da muss ich dann in dem Moment schauen, ja, was,
was gibt meine Kamera her und dann mein persönliches Setup in dem Moment finden. Mhm. Also ruhig mit der ISO spielen, um genug Licht zu haben, mit der Verschlusszeit auch da gerne mal spielen. Und wenn mein Bild nicht hundertprozentig scharf ist, muss man ja in der ehrlicher Weise auch gestehen, sehe ich das nicht unbedingt auf einem Bild, weil der Hund ja zum Beispiel auf mich zurennt, aber noch 3-4 Meter entfernt ist. Mhm. Ich zoome ja, wenn ich hier reingehe, zoome ich ja rein, ins Auge zum Beispiel. Ja. Das heißt aber, wenn ich so ein Bild auf Instagram poste oder auf Facebook oder von mir aus auch auf einen, selbst ausdrucke auf einen Bild, für ein Bild zu Hause, auf einen Bilder, für einen Bilderrahmen, dann sehe ich das nicht unbedingt, weil das eine ganz andere Schärfe ist, die ich dann als Betrachter habe auf so einem Bild, als wenn ich natürlich in sowas reinzoome. Also auch da gewisse Unschärfen verzeiht man auch in der Actionfotografie, weil ich einfach ja, vom weiter weg betrachte, dass das Bild an sich halt scharf ist und nur die Unschärfe sehe, wenn ich halt wirklich ins Detail reinzoome. Ja, das auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, sieht langsam etwas besser aus. Ja. Wir würden einmal kurz alle Akkus einmal durchwechseln. Da kann gerne der Gimbal einmal kurz anfangen. Dann tauschen wir da mal kurz Akkus. Ich glaube, der Ninja ist auch leer. Ne, deswegen, da werden wir einmal kurz durchtauschen. Ja. Und dann können wir gleich sofort weitermachen. Ja. Einfach mal Kamera ausmachen? Ja, mache ich aus. Okay. Akkuwechsel. Okay. Akkuwechsel. Ja. Ja. Ansonsten wäre es easy, dann haben wir Dauerstrom auf unseren Kameras. Das wäre auch witzig. Ja, also wir haben so eine fette Powerbank hier, aber da müsstest du die rumschlören und das willst du nicht. Nee, aber so mit so einem Kabel, immer mit so einem Stromkabel, wie war es früher mit Rasenmähern oder so, ne? Dass du dann immer sagst, ich brauche noch mehr Kabel. Das wäre witzig, ja. Oder einfach noch größere Akkus. Oder noch, ja, so richtige Blöcke. Ja. Du musst es aber auch nicht zu schwer machen. Du hast schon ein ordentliches Setup da, was du jetzt tragen willst. Also das jetzt in der Kombination mit dem alten 70-200 auf jeden Fall. Du kannst auch das neue nehmen. Das werden wir jetzt gleich auch ausprobieren. Gerne. Das werde ich dann während des Akkuwechsels einfach auch mal wechseln. So. Ich weiß eh, dass auch meine Kamera durch ist. Können wir ein bisschen rumspielen. Das ja. Liebe Regie. So sieht es hinter den Kulissen aus. Eine Person, die sich um alles kümmern muss, mit so einem kleinen Funktower. Falls ihr wissen möchtet, wie das Ganze so im Detail funktioniert hat, wir haben auch noch ein Video vorbereitet, beziehungsweise geplant, wie man sowas dann auch wirklich mobil umsetzt. Das Ganze wird hier natürlich später auch verlinkt werden. Ansonsten schaut mal die nächsten Tage noch mal kurz bei uns auf dem Kanal vorbei oder auf Instagram. Da werden wir es posten und dann hat man im Detail noch mal die ganze Technik dahinter. Ich kann es mal kurz anreißen. Wir haben ganz viele Funkstrecken. Wie ihr merkt, es funktioniert nicht immer absolut perfekt. Das liegt einfach daran, es ist Funk. Das muss man leider mit dazu sagen. Es funktioniert schon sehr gut dafür, dass wir hier Distanzen überbrücken, die sonst mit Kabel nicht möglich sind. Aber es geht natürlich immer besser. Es gibt auch noch andere Funkstrecken, die mehr an Reichweite haben. Aber da muss man natürlich auch immer den Kostenfaktor rein interpretieren. Das ist dann nicht ganz so einfach. Ich sehe es leider nicht. Der Gimbal ist, glaube ich, wieder fertig. Ich warte noch mal kurz mit meiner Kamera, bis der Fotograf auch wieder on point ist. Ich nutze mal die Gelegenheit, um ein bisschen zu schwafeln. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Wenn ihr Fragen habt zu dem Ganzen, natürlich gerne unten in den Kommentarbereich. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, das ist zwar alles Sony und schön und gut, ich fotografiere mit Canon oder Nikon, natürlich auch gerne solche Fragen. Da werden wir weiterhelfen. Zur Not natürlich auch noch irgendwas in den Chat posten. Da hatte irgendwas zu tun. Was möchtest du? Ich habe Akkus. Ich bin vorbereitet. Ich bin immer vorbereitet, Lennart. Das kennst du doch von mir. Ich muss nur einfach wissen, wann ich nicht mehr der Hauptwinkel bin. Eventuell seht ihr schon die ganze Zeit nicht mehr meine Sachen, sondern einen Gimbal. Aber ja, wenn man kein Feedback aus der Regie bekommt, dann kann man natürlich auch nichts tun. Da muss man einfach mal blind warten, blind labern. Euch nerven wahrscheinlich, es tut mir auch sehr leid. Aber es geht gleich weiter mit der Action. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Du bist der Herr, also ich bin gemutet und B, bist du der Herr mit den zwei Akkus? Ich bin Herr mit den zwei Akkus, ja. Die bräuchte ich einmal. Also, müssen hier irgendwie rein.
Zwei von denen. Ja. Nee, ich habe sonst nur noch einen Sony-Akku. Ich komme sofort. So. Was du dir jetzt an Gewicht sparst, das Objektiv, Ja. mache ich jetzt kaputt mit dem größeren Akku. Ja. Wenn er jetzt da reinpasst oder ob das stört. Der passt da rein. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, das ist ja auch Okay. schon kein Ding. So, damit ich mich sehen kann. Nee, ist Kann noch ich nicht das mehr. einmal haben? Ja klar, Ja, nimm alles. genau. Du darfst alles haben, was du möchtest. Das ist schön, das höre ich gerne. Ja, gern. Wenn ich dir irgendwas helfen kann, wegdrücken. Und der auch ist. Sieht gut aus. So, der hier ist noch komplett voll. Und die Funke startet. Kann ich dir das einmal schon wiedergeben? Ja, muss ich dann wieder auf Record drücken? Korrekt. Und angelockt. Super. Dann warten wir jetzt eben wieder, bis die Hundebesitzer da vorbei sind. Und dann versuchen wir mal das neue 70-200. So. Dann wird skeptisch angeguckt. Was stehen Sie da? Was wollen Sie? Ach ja, Naturfotografen, sei es klein, sei es wild, sei es geplant, warten ist oftmals Das ist ein leider so. Faktor. Ob es wegen des Lichtes ist, weil eine Wolke vor der Sonne ist, oder andere Hundebesitzer mal, oder auch Fußgänger, Reiter. Ja. Ne, das kommt alles vor. Wäre das jetzt eigentlich so ein Wetter oder ein Sonnenstand, wo du sagen würdest, da würdest du auch oftmals gegen eine Sonne auch Ja, fotografieren? doch. Also jetzt besonders jetzt hier mit den Bäumen, wie wir das am Anfang hatten, mit diesem schönen Bouquet-Punkten. Ne, wenn ich jetzt, können wir gleich auch gerne mal auch mit dem 70-200, das ist ja nicht nur für Action geeignet, sondern ich kann damit auch tolle Porträtaufnahmen machen, können wir gerne gleich auch noch mal zeigen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel gegen die Bäume fotografiere, dass ein wunderschönes Bouquet kriege. Ich kann aber auch schauen, wenn wir können ja gleich mal gucken, ob wir auf die Wiese ganz kommen. Wenn ich gegen die Sonne direkt fotografiere, je nachdem wie hoch sie ist, dass das halt auch gut aussehen kann. Klar, ich habe dann eine ausgebrannte Stelle, aber wenn ich jetzt vielleicht sogar noch so ein bisschen warte und die Sonne noch ein bisschen tiefer ist, sogar vielleicht abblende, damit ich noch mehr Tiefenschärfe habe, kriege ich auch noch diese, ich nenne es jetzt immer Marmorierung der Wolken des Himmels noch ein bisschen mehr raus. Da muss ich gar nicht so viel in der Nachbearbeitung machen. Also das ist dann auch trotzdem sehr schön, obwohl ich halt dann diesen ausgebrannten Fleck am Himmel habe. Ist ja aber gar nicht so gravierend, weil das alles drumherum, die Stimmung des Bildes, dadurch nicht großartig beeinflusst wird. Okay. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Jetzt gerade ist kein, können wir es in aller Ruhe machen. Ja, nochmal Action, gerne nochmal da an den Baumstamm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. So, wie das Ganze hier eingestellt ist.
weil das jetzt nicht mein 70-200 ist, sondern das von Fotokoch. Ich muss jetzt hier gerade so ein bisschen seitlich arbeiten, das sieht man vielleicht später im Video, dass ich nicht direkt über die Kamera gucken kann. Also verzeiht es bitte, wenn es mir gerade ein bisschen wackelt. Und bin jetzt auf 200 mm voll, das Auge ist fokussiert und du darfst Juna gerne rufen. Wow, das war wirklich knapp. Okay, ich würde vorschlagen, noch einmal zu machen und noch ein Stück weiter nach hinten. Dann kann der Hund noch ein bisschen mehr laufen und die Funkstrecke kann noch ein bisschen näher an die Regie. War ja gerade der Wunsch. Ne? Also wer da nach hinten? Genau, dass wir einfach ein Stückchen nach hinten gehen. Ja, klar. Na, die dann. Regie darf jeden Wunsch äußern. Darf sie das? Darf sie? Will ich der aber nicht sagen. Okay, ja, das ist immer die Frage. Wird jeder Wunsch auch erfüllt? Nee. Aber das müsst ihr im Internen klären. Intern heißt, gucken wir irgendwann mal, aber ja, machen wir eh nicht. Okay. So, das ist natürlich schon eine Herausforderung. Das sind jetzt zwischen mir und Juna, ja, gute 20 Meter, 25 Meter. Wie man jetzt sieht, also auch da findet die Kamera das Auge. Stelle ich gerne wieder links neben mich. Im schlimmsten Fall rennt sie mich um. Und du darfst sie gerne rufen. Okay. Na, also ich weiß nicht, inwieweit man das später sieht. Also die Kamera, der Fokuspunkt, den ich hier im Display habe, war schon immer, oder? Falsches Beispielbild. Doch immer aufs Auge schon fixiert. Also das ist doch nochmal, wenn man so sieht, wenn es so klick, klick, klick macht, dass das doch ganz schön schnell ist, der Autofokus bei dem neuen Objektiv. Also, es lohnt sich. Ja, tatsächlich. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen... Ja, direkt wieder was Neues verkauft. Ja, das andere ist noch nicht so alt. Also das kriege ich, das wäre ein bisschen schwierig. Aber um jetzt nochmal zu zeigen, dass ich mit einem Teleobjektiv wie einem 70-200 auch hervorragend Porträtbilder machen kann, gehen wir nochmal hier vorne hin. Und, oder? Ich guck mal. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Vielleicht ein bisschen näher zur Regie, dann freut die sich. Ja, natürlich. Man macht gerne was, dann macht man es nämlich hier. Also fast schon bei der Regie auf dem Schoß. Und dann zeigen wir das mal. Aber Juna braucht erstmal eine Trinkpause. Das ist ja kein Problem, das gehört sich auch so. Es soll auch ein bisschen wärmer. Was? Angenehm warm? Ja. Das kommt noch hinzu. Jetzt gewechselt hast auf 70-200er. Ja. Gibt es irgendwelche Einstellungen, die du jetzt speziell auch geändert hast deswegen? Stabilisator dazugeschaltet, abgeschaltet? Also Stabilisator habe ich immer an, also allein schon in der Kamera. Mhm. Brauche ich ja nicht zwingend, wenn ich es am Objektiv habe. Was ich schon mal gerne einstelle, ist, um es manchmal nochmal auch einfacher zu machen, dem Objektiv oder dem Fokus, dass ich halt nicht auf Full gehe, also dass er die ganze Zeit sucht mit dem Autofokus, sondern die Einstellung habe, wo habe ich sie? 3 Meter bis unendlich. Das heißt, ich habe halt nicht vom Objektiv gefühlt an, dass er sucht, sondern erst ab 3 Metern ist manchmal je nach Situation noch mal ein bisschen einfacher und ich erleichtere es vielleicht bei einem Hund, der vielleicht dunkel ist. Jetzt haben wir natürlich mit Juna einen schönen hellen Hund. Auch da der Kamera da besser zu fokussieren und das Ziel zu finden. Besonders wenn ich ein vielleicht etwas dunkleres Umfeld habe, weil ich irgendwie in einem schattigen Bereich auch bin. Das ist nochmal so eine Erleichterung. Also das ist dann so am Objektiv selber, womit ich halt spiele. Mhm. Sonst irgendwas, was du jetzt aufs Objektiv drauf programmierst standardmäßig? Nein, das tatsächlich nicht. Muss auch ehrlich gestehen, das 70-200 habe ich noch gar nicht so lange. Das habe ich erst seit Juli, okay. Weil ich vorher halt immer mit 135 mm gearbeitet hatte. Das war aber leider dann irgendwann mal defekt.
Und statt auf die Reparatur zu warten, Klassiker, kenne ich, kauft man sich lieber was Neues. Und daher bin ich ehrlich, muss ich mich noch ein bisschen einarbeiten, was alles möglich ist. Mhm. Also da bin ich auch gerne bereit, wenn jemand Tipps, Tricks und Empfehlungen hat, ja, immer her damit. Da muss ich nämlich nicht bei YouTube oder sonst wo suchen, aber ja, ansonsten auch gerne. Und nee, also daher, das sind so sag ich mal, die Basics, die ich dann da immer mache. Okay, super. Dann können wir gerne... Gucken wir nochmal. Wenn ihr bereit seid. Genau. So. Charlie gerne wieder in einem... Warte. Da ist die Sonne. Also hier so in einem Sitz. Passt das mit der Regie? Die macht's möglich. Okay. Nee, so weit brauchst du gar nicht, Charlie. Hier vorne ein bisschen seitlich von den Brennnesseln. Also dass da muss... Nee, links, Entschuldigung. Das ist so manchmal das Akribische des Fotografen, dass er sagt, nee, doch einen Zentimeter weiter nach links oder nach rechts, um dort ein Ergebnis zu kriegen. Ich guck mal, ich drehe mal ein bisschen den Monitor. Ne, wenn ich jetzt hier sehe, 2,8er Blende, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, auch hier wäre jetzt so für mich der Fall, wo ich auf Hochkant eher wechseln würde, beziehungsweise ich war jetzt hier noch auf 200 mm. Hier so ein bisschen spielen. Wenn ich halt zu weit weggehe, jetzt fokussiert ein bisschen daneben, ne, dann habe ich nicht diese schönen Bokeh-Punkte. Aber wenn ich wieder näher dran gehe, dann hat man im Hintergrund diese kleinen Bubbeln. Ich glaube, ich war hier gerade ein bisschen so. Ne, dann ich gehe noch einmal, leider Gottes, ihr Lieben, auf Hochkant, damit man es besser sieht. Ne, dann habe ich halt hier im Hintergrund diese kleinen Bokeh-Punkte. Jetzt ist es so, dass die Äste nicht ganz so tief runtergehen vom Baum. Ich vielleicht noch ein ganzes Stück zurückgehen müsste, um das vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Kannst Juna gerne mal auflösen. Ich gehe noch mal einen Meter, zwei nach hinten. Und gerne noch einmal hinsetzen, bitte. Das heißt, ich versuche jetzt mit der Kamera noch ein bisschen weiter runter zu gehen. Ja, seht ihr, ich weiß nicht, ob man das später sieht, dann ist halt wieder so das ein oder andere Grashalm, was mir so eine gewisse Unschärfe reinmacht. Was jetzt aber erst einmal relativ egal ist. Ich gehe ein bisschen höher. Auch hier würde ich wahrscheinlich jetzt wieder auf Hochformat wechseln. Bin jetzt auf 200 mm. Und da sieht man einfach, dass man schon ein sehr schönes Bokeh kriegt. Das könnte man in der Nachbearbeitung Juna noch ein bisschen aufhellen. Und dann hat man schon ein sehr schönes Foto. Also wie man sieht, auch ein 70-200er als Teleobjektiv lohnt sich als Porträtobjektiv, weil viele oft fragen, ja, was fotografierst du denn? Nimmst du Teleobjektive? Nimm mal eine Festbrennweite. Es ist immer so ein bisschen persönliches Geschmäckle, womit jeder besser zurechtkommt. Aber wenn jemand sagt, oh, ich bin ja nicht faul, aber ich habe nicht so viel Lust, ich will auch nicht so viele Objektive haben, mit so einem 70-200 am Anfang kann man erstmal gar nichts falsch machen. Oder wenn ich persönlich mal gefragt werde, ja, ich habe eine Kamera, ich will mir jetzt ein Objektiv dazu kaufen, was soll ich denn nehmen, bin ich auch gerne für einen 85 mm, um da jetzt auch noch mal kurz die Schleife drauf zu kriegen, das haben wir nämlich auch noch mit dabei, löse sie gerne auf. Das können wir gerne jetzt noch mal drauf machen mit einer 1,4er Blende, aber ansonsten auch das für Sony zum Beispiel das preisgünstigere FE, also das Standardobjektiv, 85 mit einer 1,8er Blende, ist traumhaft, super, auch für den Einstieg kann ich Porträts, Fotos mitmachen, kann ich auch Action mitmachen. Klar, mit 200 mm habe ich ein bisschen mehr Platz zwischen mir und dem Hund. Ja. Ja, also da muss man hoffen, dass der Hund bremst oder springt. Mir ist es auch schon mal passiert, dass er ins Objektiv reingelaufen ist, aber auch gut, das passiert auch. No risk, no fun, also daher finde ich auch so eine 85 mm Brennweite ist immer ein guter Start, auch ein Allrounder, wenn ich sage, ich will eine Festbrennweite. Ne?
und kein Teleobjektiv. Aber ansonsten, wie gesagt, ein 70-200er, ob das jetzt mit einer 2,8er Blende ist. Sony hat, glaube ich, noch ein relativ ordentliches, gutes mit einer 4er Blende, ja, was auch gut performt. Oder auch wie schon die anderen Anbieter, ob das jetzt Tamron oder Sigma ist, die stehen dem zwar ein bisschen nach, aber machen trotzdem tolle, tolle Bilder. Ja, ich würde jetzt einmal nochmal das 85 mm drauf machen. Gerne. Mit einer 1,4er Blende. Einfach mal zu sehen, wie soft dadurch dann der Hintergrund wird, wenn man Juna platziert. Dass man auch da, wenn man die Möglichkeit hat, so weit abzublenden, schon einen sehr, sehr scharfen Hintergrund, unscharfen Hintergrund bekommt. Das ist auch oft so eine Frage, die ich auf Instagram schon mal so kriege von Leuten, die gerade mit der Fotografie angefangen haben. Wie machst du den scharfen, den unscharfen Hintergrund, dass der Hund so freigestellt ist? Tatsächlich den Großteil über die Blende. Klar, ich kann immer noch über Photoshop oder andere Programme das künstlich nachbearbeiten. Das geht auch ohne Probleme. Aber ansonsten, ja, je offenblendiger ich fotografieren kann, umso mehr kann ich den Hund freistellen und kriege einen unscharfen Hintergrund, was viele sich wünschen. Daher wechsle ich jetzt einmal schnell. Gerne. Ob ich dir das Objektiv wiedergebe, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das behalte ich. Ja, Zeit gibt es ein bisschen. Ich gebe dir einfach mein altes. Hundevideo. So, das ist meins. So, platziere sie gerne noch einmal, dann können wir später den Vergleich machen. Wie gerade? Wie gerade, genau. Dann machen wir gleich noch ein Bild auf dem Weg. Wenn sie vielleicht einen Platz macht oder einen Kopf ablegen. So, jetzt habe ich dieses 85 mm 1,4 drauf. Jetzt, klar, muss ich gleich wieder ein bisschen näher dran an die Juna, weil 200 mm macht es dann doch schon recht einfach, ein bisschen bequemlicher zu sein beim Fotografieren. Ich muss nicht so nah dran. Aber dann gucken wir jetzt mal. Alles gut. So, wenn wir jetzt reines Porträtfoto machen. Jetzt habe ich ein bisschen die Geschwindigkeit erhöht, um das Bild ein bisschen dunkler zu machen, weil ich nicht abblenden wollte, weil ich ja die Unschärfe im Hintergrund haben möchte. Also kann ich ja hier, wenn ich die Verschlusszeit einstelle, natürlich spielen und bin jetzt so bei, ja, ich glaube 800 oder 1000, habe trotzdem immer noch einen ISO-Wert von 100 und habe dann einfach im Hintergrund, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rüber gehe, ein wirklich schönes Bouquet. Ja, das könntest du gerne noch einmal machen, Charlie, dass du auf die rechte Seite gehst, dass sie noch mal in deine Richtung guckt. So, ne, jetzt habe ich zum Beispiel hier relativ klar die Sonne etwas rechts vom Auge, aber das stört mich nicht großartig. Ich könnte jetzt noch mal die Verschlusszeit etwas erhöhen. Immer noch eine ISO, also ich habe immer noch ein knackscharfes Bild mit einer tollen ISO. Man sieht auch da eindeutig, wie die kleinen Fliegen oder Mücken um sie herum schwirren. Und das sieht man auch detailgetreu nachher auf dem Bild. Das jetzt hier einmal zum Vergleich zu einem Teleobjektiv. Ja. Juna, Juna. Guck mal, wenn die Sonne direkt hinter ihr ist. Juna. Gucken, aber auch das, wie gesagt, die Kamera ist einfach, da war eine Fliege. Alles gut, kannst es gerne auflösen. So, das war jetzt hier mal das Beispiel mit dem 85 mm. Gib hier gerne ruhig eine kleine Pause eben.
Genau, dann können wir noch mal ein bisschen auf Fragen auch eingehen. Gerne, wenn es noch welche gibt. Ja, also wir hatten auch noch eine gehabt, auch wegen dem Stabilisator. Ja. Gibt es Situationen, vor allem bei Action, wo du jetzt auch den Stabilisator ausmachen würdest oder wärst du einer, der durchgehend sagt, an auf jeden Fall? Ich habe ihn tatsächlich durchgehend an. Ich hatte vorher mit der, gehen Sie ruhig, mit der A3, wo der Autofokus zwar auch gut ist, auch der Augenautofokus gut ist, da halt immer mit gespielt. Mhm. Da bin ich auch ehrlich, bei der A3 mache ich ihn gerne auch schon mal aus bei Actionfotos, okay, um da auch nochmal den Fokus ein bisschen die Arbeit zu erleichtern. Er sucht ja immer das Auge, aber so kann ich dann ja, eine gewisse Arbeit ihn abnehmen. Und ja, mach's dann ohne Augenfokus. Und den Stabi hatte ich da teilweise ausgemacht. Bei der Vierer mache ich es eigentlich gar nicht. Also okay, da ich versuche eigentlich auch so wenig wie möglich an meinen Einstellungen und Setup nicht so viel zu verstellen. Mhm. Also ich spiele tatsächlich nur über Blende, Verschlusszeit. Ja, dann bei Teleobjektiv über die Brennweite. Reichweite. Brennweite. Brennweite, Entschuldigung, hm, natürlich, mein Gott, über die Brennweite, dass ich quasi damit spiele und gucke, dass ich da es mir so einfach wie möglich auch mache. Mhm. Ne? Weil viel rumfummeln heißt auch immer viel Zeitaufwand. Also gucke ich mir, dass ich mir das auf die Knöpfe, die ich ja zur freien Verfügung habe, alles so lege, damit ich da mit meinen Fingern schnell drankomme. Ja. Und ja, damit ich einfach so wenig Aufwand wie möglich habe. Mhm. Ansonsten, es kann manchmal in Situationen vorkommen, auch ein bisschen aus Erfahrung, wenn man einen Stabilisator hat, der sehr gut ist, kann es manchmal sein, dass er sehr träge nachzieht. Bei manchen, ja, Szenarien ist es dann praktisch, dann wirklich aktiver dabei zu sein. Ja. Da würde ich sagen, bei sowas geht's, ne? Aber wenn man jetzt einen hat, der sehr viel Zickzack läuft, da kann genau, man das, ne, vielleicht also ändern. Das, ja klar, da gebe ich dir recht, da merkst du das schon. Aber du versuchst ja in dem Moment, jetzt besonders hier oder auch beim Fotoshooting selber, ja, Situationen zu kreieren, wo du das halt nicht hast. Also auch da machst du es dir so einfach wie möglich. Mhm. Wenn du jetzt aber sagst, ich gehe mit meinem Hund Gassi, ich setze mich jetzt wie hier jetzt auf die Wiese, nehme mir eine Decke mit, lass den Hund laufen, vielleicht auch, weil ich unten am Sand bin, und mache dann Fotos vom Hund, wie er einfach seine 5 Minuten hat, flitzt, ja, von links nach rechts. Dann hilft das natürlich, das auszumachen, weil dann bin ich wesentlich beweglicher und ja, schneller hinterher, als wenn ich den Stabi anhabe. Ja, klar. Okay, super. Ich höre auch, wir haben noch 2, 3 Fragen. Gerne mir direkt auf Ohr gehen, dann stellen wir sie natürlich auch. Mhm. Wenn du so für ein Shooting rausgehst, wie lange dauert das so im Schnitt? Das kommt tatsächlich darauf an. Also ich versuche nicht länger als 90 Minuten. Mhm. Ich versuche, meine Shootings aufzubauen wie so eine Art Gassi-Runde, dass ich weiß, okay, die und die Spots gibt es, dass der Hund halt immer wieder die Möglichkeit hat, seinen Kopf freizukriegen und ja, auch mal da seine 5 Minuten vielleicht hat, wenn man draußen in der Natur ist, damit er einfach nicht nur performen muss. Man, auch wenn er körperlich vielleicht nicht viel machen muss durch Sitz und Platz, aber diese Kopfarbeit, das, was verlangt wird, ob das Sitz, Platz, Kopf ablegen, mhm, und so weiter, was ja manche Hunde alles können, fordert halt viel geistige Arbeit und das ermüdet einen Hund genauso. Und wenn wir nicht sogar manchmal sogar schneller als die körperliche Arbeit. Also maximal 90 Minuten, aber wie gesagt immer so, dass ich die Chance habe, den Hund immer mal auf seinen Raum zu geben, dass er, ja, ich nenne es abspacken mhm, kann und für sich dann mal Luft holen kann. Okay. Wenn du entscheiden müsstest zwischen dem 135er und dem 70-200, was würdest du lieber nehmen? Welches 70-200? Sagen wir mal das Neue. Gehen wir mal in die Vollen. Weiß ich nicht. Das ist eine ganz schwierige Frage. Mhm. Also ich habe jetzt mit dem 135 sehr lange gearbeitet, auch sehr viel mit Action gemacht. Ich bin damit schon sehr zufrieden. Ich glaube, ich würde mich in dem Moment für das 135er entscheiden. Nicht, weil das 70-200er schlechter ist, aber weil ich es halt ein bisschen mehr abblenden kann. Ne? Ich, ja, ich komm auf eine 1,8er Blende und so 2, 3 Blendenstufen oder 2 Blendenstufen sind schon manchmal doch, je nach Örtlichkeit, doch viel wert. Ja. Aber eigentlich lieber beide.
Okay, beide ist immer auch meine Antwort, aber. Ja, man, ne, lieber haben, ja, ne, als brauchen. Und ja, das okay ist das, was ich so machen würde. Das war eine fiese Frage. Mhm. Du bist ja meistens jetzt so auf den Telebereichen. Ja. Arbeitest du auch öfters mal mit Weitwinkel für einen anderen Look zum Beispiel? Oder bist du eher so dieser Mittel- bis Tele? Tatsächlich, wenn wir jetzt was gesagt hätten, wir würden jetzt Düsseldorfer Altstadt, Düsseldorfer Medienhafen sein, dann tatsächlich mit Tele, nicht mit Tele, mit Festbrennweiten, 24 mm, mhm, 35 mm, auch sehr schön für Mensch-Hund-Fotografie geeignet. Oder auch, wenn man es ein bisschen extremer mag, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man das möchte, ob man den Look mag, 14 mm. Mhm. Ja, es geht schon ein bisschen in Fischei, ja, rein. Es macht bei langen, schnäuzigen Hunden eine sehr lange Schnauze, das muss man mögen. Ein, zwei Leute kenne ich, die stehen da total drauf, die Hundebesitzer, die wollen so Bilder. Und jetzt warten wir mal hier kurz, der junge Mann weiß nicht, wohin er soll, also ich meine den Hund. ja, und nee, da benutze ich tatsächlich fast nur Festbrennweiten, mhm, weil auch da ich die Möglichkeit habe, nochmal, also wir hatten ja jetzt gerade das 70-200 von Sony, da bin ich auch mit einer 2,8er Blende, aber so eine 1,4er Blende, das macht schon doch nochmal manchmal einen gewissen Schick und nochmal einen schöneren Look. Ja. Ja, vor allem wenn man halt so einen Weitwinkel macht, sehr nah am Hund ist, dann kriegt man halt unfassbar viel an Umgebung mit drauf. Genau, und das, ja, muss also sich dann auch eignen. Ob das jetzt eine Tür ist, weil in der Altstadt gibt es viele schöne alte Türen, wo man den Hund davor setzen kann, oder ob das eine Treppe ist, wo ich den Hund positionieren kann, wo ich das auffangen kann. Also da macht dann schon was Weitwinkliges schon mehr Sinn. Mhm. Und da, wie gesagt, dann Festbrennweiten, weil ich einfach auch da mit dem Look aufgrund der Blende ein bisschen mehr arbeiten kann. Okay. Ich meine, wenn Wunsch ist, ne, wir können sowas gerne mal zeigen, dann können wir auch hier mal so eine Nahaufnahme vom Hundchen mit dem Weitwinkel. Ich kann gerne das machen. Wir können gerne mal, ich habe jetzt von mir zu Hause mitgebracht, das 14 mm. Mhm. Also gehen wir mal gerne ins Extrem. Machen ein Porträt von oben von Juna. Gerne. Dann kann man das mal später dann im Video zeigen, mhm, wie das aussieht. Oder wenn ich das auf die Vorschau gehe. Das ist schon teilweise sehr extrem. Ja. Ne? Aber wie gesagt, es ist witzig, aber man muss es mögen. Ich wechsle dann mal eben wieder das Objektiv. Ja, gerne. Es ist mal was anderes. Ne? Das ist jetzt nicht was, was jeder für seine Bild mit eigenen Fotos macht. Aber ja, es ist ja auch nicht so verkehrt, ja, mal zu haben. Ja, ja. Durch eine Regie. Geht es Ihnen? Fühlen sich beobachtet? Ja, das können wir auch machen. Sehr schön. Boah. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo die ganzen Deckel sind. Ich muss gleich erstmal hier in Ruhe gucken. Haben wir den nächsten. Also wir ja, sehen's. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen, Schade, dass du das weißt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, wo haben wir es denn? Das ist es nicht. Das hier ist es. Wenn man so viele Sachen schon mit dabei hat, dass man nicht mehr weiß, wo es überhaupt ist. Ja, das ist Luxusproblem. Sehen ja von oben alle immer gleich aus. So, upala. Ich glaube, das ist ja immer ein bisschen locker geworden. Ich weiß nicht, welche Stellschraube ich hier drehen muss. Ja, das ist kein Problem. Ich habe natürlich was in der Hand. Ja, einen Moment. Ah, ich sehe schon, die Regie wird nervös. Nein, überhaupt nicht. Ich gebe das einmal in die Hand. Jo, ich hab's. Dann kann ich das Objektiv auch wieder in die Tasche tun. Ich weiß auch nicht, wie ich das locker gekriegt habe. Regie ist nur nervös, weil jetzt so zwei Signale so schwarz sind. Aber okay. Das ist ja kein Problem. Wir haben auch Werkzeug mitgebracht. Das ist ja alles kein Problem. Also die Riemen muss ich auch bewegen. Ich muss die Kamera drehen. Da hat er immer noch ein Panik. Ups. So, das, ja, ist jetzt voll wieder fest. Perfekt. So, jetzt noch ein Deckel ab, damit wir gleich auch was sehen. Ja, bei mir sind sie Gras. So. Okay. Was haben wir denn hier eingestellt? So. Zack. So, dann gehen wir mal einmal hier kurz hier rüber, wenn das okay ist. Passt das? Bestimmt, ja. Ja. Also besonders, wenn ich jetzt einen 14 mm drauf habe, mit einer 1,4er Blende, man sieht schon, ne?
hier. Ja. Nö, alles gut. Also das wäre jetzt so eine Entfernung, die ich habe, wenn ich, sag ich mal, einen 35er oder 24 mm hätte. Aber dadurch, dass das jetzt 14 mm sind, oder ich nehme einmal das Leckerli mit in die Hand, dann kann ich schon fast auf die Schnute des Hundes, ne, gehen. Und es ist halt ein ganz anderer Look. Super, klasse. Ne? Du versuchst es noch einmal. Mhm. Juna, wenn man jetzt so guckt, ne, der Aussie hat ja jetzt nicht Schau. Guck mal hier. Schau. Ne, er kriegt halt eine. Juna kriegt eine mega lange Schnute, die sie gar nicht hat. Ne? Und das ist halt ein ganz bestimmter Look, den man da hat. Der dann besonders mit einer 1,4er Blende auch noch einen sehr schönen scharfen unscharfen Hintergrund macht. Wenn ich jetzt hier mal zoome, ich habe das Auge scharf, die Nase ist quasi schon unscharf. Ich kann jetzt natürlich noch ein bisschen abblenden, jetzt habe ich alles scharf vom Gesicht. Aber wie gesagt, das ist ein Look, den ich halt mag oder mögen muss. Ich finde es immer ganz toll. Dankeschön. Und wenn ich das mir jetzt vorstelle, Juna sitzt vor einer Tür. Ich kann damit relativ nah dran, beziehungsweise wenn ich weiter weggehe, habe ich auch die Tür auf. Im Ganzen drauf ist das natürlich auch nochmal imposanter, als wenn ich das mit einem Teleobjektiv oder mit einer Festbrennweite mache, wo ich halt nur einen gewissen Bildausschnitt habe. So, ich glaube, es gibt irgendwelche Probleme. Gibt es denn noch irgendwelche Fragen? Ja, Gegenlicht würde ich tatsächlich auch spielen mit Belichtungszeit bzw. mit der Blende. Vielleicht einfach mal abzublenden. Einfach mal zu schauen, was sehe ich in der Kamera, dass ich einfach mal die Blende erhöhe. Ich bin nicht unbedingt mit einer 1,8, 2,8, sondern lieber mit einer Blende 4 oder 5,6 schon teilweise gehe. Im Extremfall sogar vielleicht mal mit einer Blende 8 oder halt über die Belichtungszeit dadurch ein bisschen mit dem Licht spiele, wenn ich trotz alledem eine gewisse Unschärfe mit der Blende noch haben möchte. Und die erste Frage war noch mal einmal bitte. ISO-Rauschverhalten. Ja, natürlich zu schauen, dass ich irgendwo Licht herkriege. Ne? Wenn ich halt entweder ich nutze, was mache ich da? Location wechseln, um halt zu gucken, wo mehr Licht ist. Oder ich gucke, dass ich vielleicht über eine externe Lichtquelle, die ich habe, ob das ein Handy ist oder ich habe vielleicht eine kleine Taschenlampe mit dabei, das mache. Oder ein Reflektor, wenn ich sowas besitze, dass ich sowas habe, dass ich dann, wenn ich vielleicht eine zweite, das Herrchen oder Frauchen motivieren kann, den Reflektor zu halten, dadurch noch zusätzlich Licht auf den Hund kriege. Aber ansonsten würde ich tatsächlich sagen, es nochmal neu zu versuchen, wenn es etwas heller ist. Ja, kommt aber manchmal auf die Situation tatsächlich an. Aber wie gesagt, lieber ein bisschen ISO und ein bisschen Rauschen im Bild, was ich in der Nachbearbeitung ja noch reduzieren kann. Und ich habe ein Bild, als kein Bild zu haben. Also auch da einfach mal zu sagen, ISO ist ja nicht der Feind, sondern ISO ist ja etwas, was mir helfen kann, wo kein Licht ist, Licht zu bekommen. Klar, nicht jede Kamera hat unbedingt das ein gutes ISO-Verhalten, aber ansonsten so mit ISO 2000 oder auch mal ein bisschen höher, ISO 3000, kann ich schon arbeiten, weil ich halt auch da vieles in der Nachbearbeitung noch rausholen kann, beziehungsweise auch minimieren kann, vor allem im Rauschen. Ja, aber vor allem auch die neuesten Kameras im Markt, egal ob es jetzt von Sony ist oder von Canon oder Nikon, alles ist mittlerweile vom Rauschverhalten in diesem Level ohne Probleme machbar. Ja. Also von daher muss man keine Angst haben von diesen, ich gehe nicht über 800, was damals jahrelang war, mittlerweile ist es kein Ding mehr. Also ich bin damals angefangen mit einer Sony Alpha 6000. Mhm. Da bist du dann noch nicht, also es war ganz anders, als dass ich dann auf die Sony 7 III gewechselt bin. Ja. Da bist du nicht so hoch mit der ISO gegangen, da warst du da 1000, kommt ist so die Grenze, vielleicht mal 1200.
Aber dann konntest du schon mit der Sony 7A3, ja, konntest du schon mal bis 2000 gehen. Ja, und jetzt mit der 4er ist auch mal 3000 kein Problem, wenn du Actionfotos machst, wo es zu dunkel ist oder so. Da kann, und wie gesagt, ich kann einfach auch da mit Photoshop oder auch mit Lightroom alleine, ne? Ich muss ja nicht immer in Photoshop, ne? Auch da schon so viel rausholen, ja. Dass, ja, das ist Wahnsinn. Das auf jeden Fall. Ja. Regie, haben wir noch ein paar Fragen von dem Chat? Aktuell nicht, also können wir noch ein bisschen weiter shooten. Hast du noch Ideen? Hast du noch wilde Wünsche, was du gerne jetzt auch zeigen möchtest? Soweit habe ich alles. Wir können gerne, ich hätte sonst gerne, wäre ich gerne runter zum Wasser gegangen. Wir können es probieren. Ja, dann würden wir da nochmal so ein Regie. Den nächsten Weg zum Wasser, okay. Also wir können es probieren zur Not, falls man es gleich nicht mehr sieht. Ja, ansonsten, ich wechsle mal wieder, es ist mal wieder locker leider. Jetzt ist es hier oben locker. Moment, wo ist es locker? Was ich mache hier. Ah, ja. Ich krieg's heute noch irgendwann auseinander. Also es ist das erste Mal, dass wir es auch damit machen. Ne? Also von daher, wenn du es kaputt bekommst, dann... Nee, kaputt nicht, nur auseinander. Kaputt machen will ich nichts. Ist ja langweilig, wenn schon. So, man muss auch richtig rumdrehen können, ja. Nicht so wie ich, ja. Dann geht das auch. Perfekt. So, dann wechseln wir nochmal. Ich würde dann nochmal euer 70-200 mitnehmen. Gerne. Es, im Rucksack ist es schon. Also muss ich erst mal hier. Das ist es. So. Ich werfe dann einfach auch mal nach. Dann versuchen wir mal ein Stück nach da drüben zu gehen. Genau, wir probieren mal unterwegs. Stellen wir einfach mal die nächste Frage, können wir beim Laufen beantworten. Stativ, ja, nein, bei deiner Fotografie? Nee. Habe ich mir schon fast gedacht. Nein. Also, habe ich noch nie gebraucht. Mag manchmal vielleicht ein bisschen einfacher sein, so als auch vielleicht wie bei Actionfotografie, dass ich sage, ich baue mir ein kleines Setup auf, habe hier das Stativ richtig aus. Vielleicht, wenn ich alleine unterwegs bin als Hundebesitzer und sage, ich stelle das mir ein Stativ hin, setze die Kamera drauf, dass ich dann sage, okay, das passt. Ne, weil nicht immer, wir warten noch mal kurz, ja. Einmal bitte zurückrufen. Dass ich da dann das einfacher mache, weil nicht immer bin ich zu zweit unterwegs oder habe jetzt hier die Möglichkeit, dass ich Besitzerin mit Hund habe. Und das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich persönlich habe es noch nie gemacht. Nein, tatsächlich nicht. Ne, das nicht. Tatsächlich nicht. Bis der Hund wieder weg ist. Was wir gleich auch noch machen können, ist, was auch immer schön ist, dass wenn ich natürlich je nach Hund und Natur, die ich habe, die Möglichkeit habe, aufgrund der farblichen Gegebenheiten. Letzte Woche, vor anderthalb Wochen war ich schon mal hier gucken, da war das eine braune Wiese. Ja. Da war nichts. Viel braun oder beige auch im Fell. Dass ich da einfach zum Beispiel sage, wenn ich jetzt hier so gucke, ich habe hier so helles Gras, dass wenn ich zum Beispiel einen Hund wie Juna da reinsetze, dass ich so gewisse Farbharmonien auch kriege. Ne? Ja. Habe ich wenn ich so einen Hund habe. Wir zum Beispiel haben so rostbraune Hunde, würde ich jetzt mal sagen, um das mal zu beschreiben. Da macht es im Herbst auch immer Spaß, wenn die Blätter sich golden färben, da die Hunde zu fotografieren. Das ist natürlich, dass ich dann sagen kann, ich achte vielleicht auf gewisse Farbharmonien. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht auch nur bis zum Sand kommen. Ja, aufs Ohr. Ja, es ist schon grenzwertig. Okay. Dann, also mit 200 mm kommst du natürlich noch ein Stückchen, aber... Okay, dann setzen wir Juna einmal hier ins Gras, um da dann im Nachgang... Oder stehen. Kann sie stehen? Dass wenn sie steht, dass wir da ein bisschen ruhig in Schatten hier von dem Baum,
Dann, ich drehe auch nochmal hier den Monitor so ein bisschen, damit die Regie zufrieden ist. Weil ansonsten, du kannst auch fotografieren gehen, wenn du möchtest, und dann zeigst du nur die Bilder im Nachgang. Das geht Ja. natürlich auch. Gibt es dann kein Live-Shooting in dem Moment. Ja, ich guck gerade mal. Ah ja. Okay, ich habe schon wieder dran rumgespielt. Ist, glaube ich, mache einfach mal so ein kleines bisschen Moderator von hier hinten. Na, dann können wir hier. Regie, geht das so von der Distanz noch? So, dann mache ich mal ein bisschen Observer von der hinteren Reihe. Also, wir haben hier noch ein kleines Szenario gesucht, wo ungefähr die Fellfarbe sich so leicht im Bild widerspiegeln kann, einfach damit man auch einen kleinen, ja, eine Komposition hat, wo es dann wieder komplett passend ist. Und das war hier einfach mit dem etwas helleren, höheren Gras dann schön passend, weil natürlich unser Model hier auch ein bisschen heller ist. Das Ganze kann man natürlich dann ein bisschen ausreifen im Herbst, wenn es dann, ah, Frisbee vorbei, wenn dann die Blätter sich färben, je nachdem, was man dann gerade für eine Hundefarbe hat, das Ganze natürlich auch dann mitzunutzen und dann zum Gestalten auch zu bringen, damit man das Ganze schön zusammen haben kann. So, ich weiß nicht, ob man mich wieder hört. Von hier müsste man hören Ich weiß können. nicht, Regie zeigt noch keinen. Ja, okay. Kommt's an. Okay. Ja. Ich glaube, ich habe das im Ohr mitgekriegt, dass du das nochmal mit den Farbharmonien gesagt hast. Ja. Ja, schade, dass es nicht. Sonst hätten wir gerne nochmal ein paar Fotos im Sand gezeigt. Angebot steht, wenn du möchtest, kannst du gerne machen. Das können wir, ansonsten können wir es auch gerne sonst mal im Anschluss machen, dass wir das danach mal nochmal machen. Mir ist es. Was für euch in dem Moment tatsächlich besser ist. Gut, dann filmen wir das gerne. Ne? Es kommt ja hier noch ein kleines Video danach. Ja. Da ist ein Bonus-Content, damit man auch einschalten kann. Haben wir das Ganze Genau. dann auch hier wieder. Ja, ich krieg schon aufs Ohr, das ist alles zu weit. Ist soweit, okay. Dann gehen wir wieder zurück. Haben wir denn noch eine Frage bekommen, liebe Regie? Welche Tageszeit eignet sich so grob am besten fürs Fotografieren? Tatsächlich zwei, morgens und abends. Also, ne, das ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, blaue und goldene Stunde jeweils. Das ist die Zeit, wo ich das am liebsten mache, weil du halt einfach ein sanfteres Licht kriegst als mittags. Ne? Das kennt man ja alles: Mittagssonne, harte Schatten und daher lieber so wie jetzt. Sonne geht langsam unter. Wir sind ja, glaube ich, um 5:30 gestartet, kurz nach 5:30, da war es Genau. ja noch höher. Ne, da war das Licht noch ein bisschen härter. Jetzt muss ich hier schon anfangen, klar, mit der ISO ein bisschen zu spielen, weil durch den Schatten wird es dann doch dunkel. Aber ansonsten, ja, morgens oder abends. Klar, im Sommer ist es manchmal ein bisschen hart, wenn man dann sagt, komm, wir treffen uns morgens um 5:30. Ne, dann muss derjenige um 4 oder um 3 oder so aufstehen. Ja. Je nachdem, ob er dann noch ein Stück fahren muss und zum Treffpunkt. Ja, und abends fängt man dann jetzt im Hochsommer vielleicht erst um kurz nach 8 an, wobei jetzt ist die Sonne auch wieder so schnell runter, dass man jetzt auch locker um 18 Uhr Ja, anfangen kann oder das verändert sich 18:30 Uhr. aktuell echt schnell. Wir haben Ja, auch unsere ne? Planung mehrfach umgeworfen, dass wir dann auch eine finale Zeit hatten. Genau, das ist. Aber morgens oder abends, klar, man kann auch Nachmittagsbilder machen. Ne? Bilder kann man immer machen, aber wenn es damit es schön ist und harmonisch, empfehle ich morgens oder abends. Okay. Ja, jetzt geht es ein bisschen ans Dirigieren. Wie kriegt man den Hund auch wirklich dazu, so ein bisschen das zu machen, was man möchte? Das einfach, also das, was jeder Hund am liebsten mag, sind Leckerlis. Ne? Also wenn ich weiß, mein Hund geht ab auf Käse, unser Hund oder einer unserer Hunde geht auf Flips ab. Ne? Dass ich,
wo ich weiß, oder Fleischwurst, ne, ist auch so ein Klassiker. Klar, das sind auch manchmal Sachen, da sind manche Hunde allergisch gegen, aber wenn ich weiß, der hat eine Sache, ne, oder Leberwurstpaste oder sowas, ne, wo der Hund richtig drauf abgeht und da auch bereit ist, dann was zu machen, dann würde ich das immer empfehlen, zu einem Shooting mitzunehmen. Privat, wie auch beruflich oder nebenberuflich, damit der Hund einfach da eher motiviert ist, das zu machen, was ich vielleicht möchte. Aber was ich vorhin schon mal sagte, aber einfach auch mal akzeptieren, dass er es nicht möchte. Weil es gibt auch Hunde, die haben auch mal einen blöden Tag und wollen nicht jetzt in Sitz, wollen nicht im Platz. Vielleicht ist der Boden zu nass, weil es vorher mal geregnet hat. Da muss ich das in dem Moment einfach mal akzeptieren, eine andere Stelle suchen, an einem anderen Tag es probieren. Aber tatsächlich, ja, klar, es hilft natürlich immer, wenn der Hund ein gewisses Grundgehorsam hat, ne, dass so gewisse Sachen wie Sitz, Platz oder so natürlich im Repertoire vorhanden sind, hat aber auch nicht jeder Hund. Ja. Da muss ich halt gucken, was bietet er mir an. Auch wenn er steht oder mal durch die Gegend guckt, vielleicht irgendwo mal, wenn ich vielleicht an der Glasscheibe bin, im Medienhafen hier zum Beispiel, kennen viele vielleicht auch diese Bilder an der Glasscheibe, wo der Hund sich spiegelt, einfach mal ein bisschen Leberwurstpaste dran spielen, die der Hund ableckt. Oder Honig hatte ich die Tage, weil der Hund einfach das mochte. Sowas halt. Ne? Also dann gucken, vielleicht ein bisschen ideenreich sein oder mal ein Leckerli irgendwo hinwerfen, wenn der Hund sich bewegen soll. Also Leckerli werfen, der Hund holt, geht hin, holt es. Auf dem Rückweg kommt er zurück und in dem Moment fange ich die Bewegung ein zum Beispiel. Ne? Oder werfen Spieli, was er mag. Ne? Wirft das vielleicht in die Richtung desjenigen, der fotografiert, wenn ich zu zweit unterwegs bin. Dass ich da gucke, womit kann ich ihn animieren, das zu tun, was er will. Spieli oder vielleicht Leckerli. Mhm. Meine Regie hat mich gerade aus unserer Telefonkonferenz geworfen, deswegen höre ich den gerade nicht mehr. Den Frechdachs. So, da ist er wieder. Ich nerv den einfach, ich rufe den nochmal 5-mal an. Ja, okay. So, perfekt. Haben wir noch was? Oder gibt's Wünsche? Ja, auch auf zeitbezogen, ne? Wir haben jetzt auch schon ein bisschen länger auch mit unserem Model fotografiert. Ja. Würden wir so langsam das ausklingen lassen, ne? So ein bisschen, ne? Weil wenn wir wirklich nochmal kurz unten gehen, dann können wir das Ganze noch schön machen, auch wo er noch ein bisschen Energie hat, damit man im Nachgang auch ein Video hat. Fragen können wir auch gerne im Nachgang bearbeiten, einfach einen Kommentar schreiben unter das Ganze. Ne? Gerne. Wird natürlich mit beantwortet. Ob das bei euch auf der Seite ist oder wenn man bei mir auf Instagram da mal, kann man mich auch direkt gerne anschreiben. Da darf jeder seine Fragen noch stellen, die er gerne möchte. Klar. Ne? Link kommt direkt in den Chat. Einfach gerne draufklicken. Dann kann man auch direkt folgen. Lohnt sich auf jeden Fall. Danke sehr. Gerne. Dann würde ich mich verabschieden. Vielen Dank schon mal. Sehr gerne. Jetzt für den Livestream, dass du dabei warst. Danke natürlich auch an unsere Models. Charlie und Juna, genau. Und danke auch an die Leute, die dabei waren und zugeguckt haben. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Ihr konntet ein bisschen was mitlernen. Für die Zusammenfassung und einen Kurzschnitt. Extra Content natürlich gerne auch mal die nächsten Tage reinschauen. Dann haben wir das alles fertig gemacht. Dann sieht man noch ein bisschen mehr. Und natürlich, wenn euch interessiert, wie das ganze Setup hier funktioniert, auch wenn es noch ein bisschen hakt, aber im Grunde funktioniert es. Man muss nur ein bisschen schauen mit den Distanzen. Von daher gerne natürlich da auch das Video anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.